Ja, hallo zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Diesmal haben Eric und ich so ein paar kleine Redstone-Helfer gebaut, die man auch so bei den größeren umliegenden Schaltungen hier öfters gebrauchen kann. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Gut, wir beginnen mit der Schaltung, die ein Druckblättensignal in ein knopfähnliches Signal verwandelt. Ich zeige das einmal. Jetzt passiert noch nichts, doch wenn ich runtergehe, kommt hier ein kurzes Signal rein. Das Ganze funktioniert so, wenn ich mich draufstelle, kommt das Signal hier lang. Ganz einfach in den rechten Repeater, der volle Verzögerung hat. Gleichzeitig kommt das Signal in den linken Repeater, das gar keine Verzögerung hat. In den linken passiert es zuerst in den Kolben. Der Kolben drückt sich aus. Das Signal aus dem rechten Repeater will durch, kann aber nicht mehr durch, da der Block schon weg ist. Wenn ich nun runtergehe, ist dieses Signal zuerst aus, da es eine kleinere Verzögerung hat. Und der Repeater gibt das Signal in diesen Block hinein, was dann hier weitergeht in dieses Signal und was dann unser Output ist. Nun zu einer kleinen Schaltung, die ein Hebelsignal in ein knopfdruckähnliches Signal umwandelt. Das ist halt so, sobald ich den Hebel hier nach unten lege bzw. ein beliebig langes Eingangssignal sende, schaltet sich die Torch aus, das Signal hier geht aus und die Torch kann angehen. Gleichzeitig läuft aber eine beliebig lange Verzögerung durch, die dann dieses Signal hier wieder ausschaltet. Ich kann es mal kurz demonstrieren. So, ich gebe den Hebel nach unten und bekomme hier ein Signal, was genau dieser Verzögerung hier entspricht. Jetzt ist es aber so, wenn ich den Hebel wieder nach oben lege, soll kein Signal gesendet werden. Das wird dadurch geregelt, dass die Torch schon wieder angeschaltet wird und das Signal befauert. Die Befauerung von dem Signal kommt jetzt nur durch den Repeater da unten, der den Block auch befauert. Und die Verzögerung läuft da ja später durch, das heißt, dass jetzt hier kein Signal gesendet werden kann. Gut, nun beginnen wir mit dem Tiefelflop. Der ist zwar sehr bekannt, aber trotzdem stellen wir ihn vor, da er zu den Redstone Basics gehört. Er wandelt ein Knopfdrucksignal in ein Hebelsignal um. Das heißt, wenn ich jetzt einmal drauf drücke, ist das Signal dauerhaft an. Wenn ich jetzt noch einmal drauf drücke, ist das Signal dauerhaft aus. Gut, nun zur Erklärung. Wenn ich einmal drauf drücke, aktiviert diese Leiste hier diese Schaltung, die beide Torches einmal aus und wieder anmachen lässt, wo dann der Block seine Position wechselt. Ich drücke noch einmal drauf, damit man das sehen kann. Gut. Hier unten auf dem Boden ist eine Torch befestigt. Wenn nun hier dieser Kolben ausgefahren ist, kann hier kein Signal kommen. Allerdings, wenn der Block seine Position wechselt, powert die Torch den Block und der Block lässt die Redstone-Leitung an. Den T-Flip-Flop gibt es auch noch in einer weiteren Ausführung. Diese Ausführung ist dafür da, dass wenn man dieses gewechselte Signal nach oben bringen will und nicht irgendwie eine Leitung nach oben bringen möchte. Das heißt, ich drücke hier einmal auf den Knopf, das Signal schaltet sich an. Ich drücke nochmal auf den Knopf, das Signal schaltet sich aus. Wie das jetzt genau funktioniert, ist etwas kompliziert zu erklären, deswegen könnt ihr euch einfach das Video einmal kurz stoppen hier und es dann selber nachbauen. Nun kommen wir zur LED-Schaltung, die ein Knopfdrucksignal in ein beliebig langes vorher eingestelltes Signal verwandeln kann. Ich demonstriere das mal hier. Knopfdrucksignal und das Signal ist deutlich länger als ein Knopfdrucksignal. Wie so eine Ledge funktioniert, demonstriere ich jetzt mal hier. Eine Ledge ist eigentlich nur diese kleine Schaltung. Diese kann man setten und wieder resetten. Wenn ich sie setten will, sende ich hier kurz ein Signal rein. Das Signal ist dauerhaft dann. Wenn ich sie resetten will, sende ich hier ein Signal rein. Beim Setten ist es nämlich so, das Signal wird in diesen Block gesendet. Die Torch geht aus, das heißt, die Torch darf angehen und hält die Torch sozusagen dauerhaft aus. Das gleiche passiert nun auch, wenn ich sie wieder resetten will, nur auf der anderen Seite. Prinzipiell ist es bei der Ledge hier genau das gleiche, nur dass der Reset mit einer Verzögerung hier reingesendet wird, was auch möglich ist. Ich demonstriere das Ganze nochmal und ihr könnt euch das nochmal anschauen. Gesettet und wieder resettet. Nun kommen wir zu den Speicherzellen. Eine Speicherzelle hat die Funktion, ein beliebig langes Signal dauerhaft zu halten. Es funktioniert so, dass das Signal einmal in diesen Repeater reingeht, in den Block, und der Block schickt das Signal wieder zurück. Nun entsteht ein Kreislauf. Der Piston gehört gar nicht zur Schaltung, sondern ist nur für den Reset da. Die rechte Speicherzelle haben wir nur zur Veranschaulichung hingebaut, da diese fast nicht mehr benutzt wird, da man sie nur resetten kann, wenn man einen Redstone wegmacht und wieder hinlegt. Hier haben wir einen kleinen Spielereitool aufgebaut, der sozusagen eine Speed-Schaltung ist. Hier kann man nämlich festlegen, wie schnell hintereinander ein Signal an- und ausgehen soll. Speed 1 ist in dem Fall der schnellste und Speed 4 der langsamste. Und dazwischen sind halt solche kleinen Stufen, kann man selber festlegen, wie das sein soll. Vom Prinzip her funktioniert es genau wie hier dargestellt. Die Torch ist dauerhaft an, sendet das Signal in den Repeater. Und diese Verzögerung von dem Repeater legt halt die Geschwindigkeit fest,
Wenn hier nun ein Block hinkommt, wird das Blitzen befauert, bevor er wieder die Torch und das bildet einen ganzen Kreislauf, der die ganze Zeit aus- und eingeschaltet wird. Problem ist jetzt nur, dass der Kreislauf irgendwann aufhört zu blinken. Und da kommen wir dann zum sogenannten Block-Update, was etwas schwer zu verstehen ist, wo man auch eigentlich ein paar mehr Redstone-Kenntnisse braucht, aber ich versuche es einfach mal zu erklären. Und zwar, die Torch ist jetzt aus. Die braucht ein sogenanntes Block-Update. Das heißt, dass Minecraft wieder den Block updaten muss, sodass die Torch wieder angeht. Das passiert in dem Fall dadurch, dass das Redstone anfängt zu blinken. Und deswegen muss hier unbedingt ein Redstone liegen, weil sonst die Schaltung nach irgendwie 2 Sekunden oder so wieder aufhört. Prinzipiell besteht dann diese Speed-Mess-Schaltung nur aus solchen kleinen Teilen. Wenn man einen Hebel nach unten drückt, wird einfach der Block nach unten gedrückt, so wie hier in dem Fall. Und das Signal kann dauerhaft an- und ausschalten. Nun kommen wir zu einem Dispenser-Bug. Den haben wir bei der Basketball-Schaltung festgestellt. Ich demonstriere euch den einmal, wenn ich auf den Knopf drücke, kommt wie gewohnt ein Fall. Wenn ich mich auf die Druckplatte stelle, kommt wie gewohnt ein Fall. Nun, das Spannende ist hierbei, wenn ich auf den Knopf drücke, kommt ein Fall und noch ein Fall. Hier, wenn ich mich auf die Druckplatte stelle, kommt ein Fall, wenn das Signal angeht und ein Fall, wenn das Signal wieder ausgeht. Das Ganze liegt nur an dieser vollen Verzögerung. Wir benutzen keinerlei Mods, ihr könnt es auch ganz einfach nachbauen, indem ihr diesen Repeater hier voll verzögert. Das Ganze kann man eigentlich auch gut in Adventure Maps verwenden. Als letztes kommen wir zu einer Schaltung, die ein schnelles Aus- und An-Signal sendet. Klick einfach mal den Block hin und ihr seht, das Signal schaltet sich ganz schnell aus und wieder an. Prinzipiell funktioniert es genau wie hier, dass sich die ganze Zeit immer wieder resettet. Nur das Problem bei solchen Schaltungen ist, dass es ein Block-Update, also kein Block-Update gibt und dass die Schaltung irgendwann ausgeht. Wenn man das Ganze aber mit 4 Torches macht, funktioniert es und das Block-Update wird gemacht. Ich lege einfach mal das Redstone hier hin und man sieht, es läuft die ganze Zeit. Blöd ist nur, wenn man das resetten will, da gibt es eigentlich keinen einfachen Weg. Ich habe einfach mal so einen hier mir überlegt. Wenn man da nämlich einen Block hinlegt und den ab unten macht, können die Signale nicht mehr auf die Torches zugreifen und die Schaltung ist resettet. Ja, das war so unser kleines Redstone-Hilfe-Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Anmerkungen, schreibt sie doch einfach in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal.